Guten Abend, ich bin Dave Skylark. Come on! Das war heute unsere tausendste Sendung. 10 Jahre, Baby! Du bist der Börsenland, du! 1, 2, 1, 2, Action. 1, 2, 1, 2, oh, sie sind überhaupt nicht kahl. Ich sehe da noch ein paar Härchen sprießen. Guck, hier, guck! Kim Jong-un will ein Interview mit Dave Skylark? Er ist ein Fan! Es gibt keinen Herrscher, der so abgeschottet lebt wie er. Wir machen das und jeder wird uns für super duper seriös halten. Okay. Wir fliegen nach Nordkorea! Also, was können wir für Sie tun? Die CIA wäre entzückt, wenn Sie beide ihn ums Eck bringen würden. Ums Eck bringen? In der Eckkneipe? Nein, nein, nein. Ums Eck bringen. Sie wollen, dass wir den Führer von Nordkorea töten? Ja. Was? Vor dem Interview verabreichen Sie ihm eine tödliche Dosis Gift. Sie müssen extrem vorsichtig im Umgang mit dem Rezinstreifen sein. Aaron! Aaron! Die Erfolgschance liegt genau bei 0%. Hallo, Nordkorea! Dave! Ich habe ein Geschenk für Sie. Ich werde ohnmächtig, der Hund ist so süß. Er ist ja unerträglich süß. Oh mein Gott. Er ist nicht böse. Er wurde da nur hineingeboren. Du kannst aber nicht raus. Ich bin raus. Du steckst aber viel zu tief drin. Tief ist nicht alles. Vergiss es, du bleibst schön drin. Schau da. Nicht bewegen. Ich glaube, ich sehe da was. Es ist ein Tiger. Ich habe das nicht gewollt. Aber du musst dich auf den Tiger stürzen. Bitte sagen Sie mir, dass Sie wissen, dass das eine blöde Idee ist. Vergiss deine Manieren. Du packst ihn direkt bei den Eiern. Ich kann seine Eier nicht sehen. Heiliger Bumskolbenstengel. Ein Panzer. Meine Großvater bekam ihn von Stalin geschenkt. Also bei uns wird er so ausgesprochen. Stallone.